Heute mal wieder was aus der Kategorie Lernen mit Spaß. Es geht um die Power Hour und in diesem Video erfährst du, wie sie dir beim Lernen hilft. Wie funktioniert die Power Hour? Also, zunächst mal schaltest du wirklich alles ab, was dich nur ansatzweise vom Lernen abhalten könnte. Handy aus, Fernseher aus, Radio aus, Computer aus. Wenn du für eine Präsentation oder ähnliches am Computer irgendwas recherchieren musst, dann schließ trotzdem dein E-Mail-Postfach, mach Skype zu, mach Facebook gar nicht erst auf. Und wichtig ist eben, schließ wirklich alles, was dich vom Lernen abhalten könnte. Jetzt konzentrierst du dich wirklich eine Stunde lang komplett auf das, was zu lernen ist, vertiefst dich absolut in die Aufgaben und konzentrierst dich nur darauf. Wenn die Stunde rum ist, da kannst du dir zum Beispiel einen Wecker stellen, dann kannst du was machen, was nicht direkt mit Lernen zu tun hat. Kannst deine E-Mails checken, trinken Tee, Kaffee, geh eine rauchen, wenn du rauchst, wie auch immer. Geh eine Runde um den Block. Völlig okay. Und wenn du das gemacht hast, was du da machen wolltest, dann schiebst du die nächste Power Hour ein. Also wieder alles schließen. Und du wirst wirklich überrascht sein, wie viel du in dieser Stunde schaffst. Ich kann dir garantieren, du lernst sowas von effektiver. Und das bringt für dich den Vorteil, dass du dich um alle unwichtigen Sachen kümmern kannst, weil du natürlich schneller mit deinem Lernstoff durchkommst. Mach das, und wenn du das nicht so richtig glauben kannst, weil die Technik wiederum sehr, sehr einfach ist, ich kann dir garantieren, sie ist genauso effektiv. Und um das zu prüfen, kannst du gerne mal alles, was dich ablenkt, offen lassen. Also lass dein Handy an, hör nebenher Radio oder check deine E-Mails. Und da kannst du wirklich mal prüfen, wie viele Ablenkungen es innerhalb von einer Stunde gibt. Du wirst erstaunt sein. Da mach dir einfach mal einen Strich für eine Ablenkung an sich. Also WhatsApp klingelt, in Facebook bekommt man eine Nachricht. Und dann wirst du sehen, wie viele es in der absoluten Anzahl an Ablenkungen gibt. Und du kannst auch mal die Zeit stoppen, wie lange du brauchst, um dich wieder in die Aufgaben reinzudenken. Und 50% der Zeit wirst du wirklich von irgendwas völlig Unwichtigem abgelenkt werden. Kann ich dir aus meiner Erfahrung garantieren. Um nochmal auf das Thema mit den E-Mails zurückzukommen. Es gibt ja viele, die meinen, sie brauchen unbedingt eine ständige Erreichbarkeit, unabhängig davon, ob per E-Mail oder per Telefon. Überleg dir einfach mal, wie viele wirklich wichtige E-Mails hast du in deinem Leben bekommen. Ja, in der Regel kann man sie an zwei Händen abzählen. Und dann denk nochmal darüber nach, wie viele von diesen wirklich wichtigen E-Mails nicht eine Stunde Zeit gehabt hätten, um sie zu beantworten. Annähernd null. Bin ich mir sicher, dass dir das genauso geht. Und deswegen E-Mail-Postfach zu, idealerweise Computer aus. Ja, ansonsten noch ein paar allgemeine Lernhilfen. Wie kann man noch wirklich effektiv lernen? Es gibt ja zum Beispiel die Mindmaps, das ist eine relativ alte Methode. Und dann machst du es so, du legst dir, du nimmst dir ein DIN A4 Papier und schreibst dir in die Mitte einen zentralen Begriff. Beispiel Volkswirtschaftslehre. Und von diesem Begriff gehen dann immer die Einzelthemen ab, das werden einzelne Äste. Und von dem mittleren Begriff kannst du dir dann zum Beispiel einen Strich ziehen, machst wiederum eine Blase und schreibst dir Geldpolitik. Dann teilt sich die Geldpolitik wiederum auf in expansiv und restriktiv. Und bei diesem kleinsten Nenner solltest du dann so ein paar Stichpunkte hinschreiben, was das auszeichnet. Also restriktive Geldpolitik, die Geldmenge wird eingedämmt, Zinsen werden erhoben, wie auch immer. Und das machst du auch für die anderen Teilthemen. Unter dem Video findest du den Link auf meinen Blog. Da habe ich das Ganze nochmal anhand einer Zeichnung verdeutlicht. Und da würde ich dir empfehlen, dass du die Methode der Mindmaps einfach mal übernimmst und ausprobierst, ob das was für dich ist. Was sich so ein bisschen an das Lernen nach Mindmaps anlehnt, ist das Lernen nach Karteikarten. Im Fachhandel gibt es diese Moderationskarten im Format B5. Die werden häufig gerne bei Präsentationen verwendet. Und da kannst du es so machen, ähnlich wie bei den Mindmaps. Du schreibst hier einzelne Themen, was zu lernen ist, auf. Wie der Beispiel Volkswirtschaftslehre, zum Beispiel die Geldpolitik. Schreibst du hier auf die Vorderseite expansive Geldpolitik, auf die Rückseite restriktive Geldpolitik und einfach mal stichwortartig, was das auszeichnet. So kannst du dieses ganze große Thema auf relativ viele kleine Einzelthemen runterbrechen. Und dadurch, dass du das aufschreibst, regt sich das Ganze nochmal ein bisschen besser ein. Und du hast wirklich ein großes Thema auf einen kleinen Nenner runtergebrochen. Ja, ansonsten, es ist ja häufig so, wenn man was im Internet findet, dann sagen viele, das ist die einzige Methode zu lernen oder dies ist die einzige Methode zu lernen.
Ich bin da nicht so der Freund von. Es gibt unterschiedliche Menschentypen. Jeder lernt unterschiedlich. Und deswegen biete ich dir auf meinem Blog einen ganzen Korb von unterschiedlichen Lernmethoden und kann immer nur sagen, probier aus, was dir am besten hilft. Und wenn du gute Noten schreibst, dann verwende die Methode einfach weiter und verwerf diejenigen, die nicht so gut für dich funktionieren. Ja, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video.